Wunderschönen guten Tag zusammen, liebe Freunde. Es ist mal wieder Zeit für ein React auf Peace mit TV. Heute mit den absoluten Verkehrsexperten Jonathan Appel, Dennis Bram und so nämlich. Also nach meinem Erlebnis auf Kreta muss ich sagen, ist alles entspannt, was ich jetzt sehen werde. Also, was hast du denn erlebt? Die haben eine durchgezogene Linie, ganz normal, also relativ viel auf Kreta, haben aber auch so einen Standstreifen. Und ich fahre das erste Mal mit meinem Mietwagen, meinem Nissan Micra, da rum und fahre natürlich, ich weiß nicht, wie schnell man da fahren muss, weil ne, man muss hier erstmal reintitteln und so weiter. Und also durchgezogene Linie, du wirst einfach knallhart überholt, das ist scheißegal. Irgendwann habe ich gemerkt, so, die Leute, die langsam fahren oder langsam mehr fahren, auch Busse oder Lastwagen, fahren einfach auf den Standstreifen, dann werden die einfach easy überholt. Und auch wenn auf der durchgezogenen Linie du überholst und dir einer entgegenkommt, dann fährt der dir entgegenkommt, in der Regel einfach auf der durchgezogenen Linie, auf den Standstreifen von seiner Seite aus. Also die fahren einfach zweispurig, obwohl das eigentlich einspurig ist. und die überholen, wo sie wollen. Also das ist wirklich mega. Ja, also ich meine, dass die Einheimischen immer ballern, das kennt man ja aus eigentlich allen Gebieten. Also gerade so, wenn es mehr hügelig wird, da fahre ich eher vorsichtig und dann kommt jemand angeheizt. Ich würde mit Jonathan, ich würde eigentlich voll gerne mit dir mal nach Paris und dann mal so eine kleine Tour um den Arc de Triomphe fahren. Nee, einfach nicht. Ja, aber das wird dann eine große Tour, weil du kommst aus diesem Kreisverkehr einfach nie wieder raus. Bis der Sprit leer ist. Okay, geben wir uns mal hier eure Videos. 328. Eure Videos. Wenn es in Folge 328 läuft, ich wünsche viel Spaß. Danke. Dresden. Und jetzt zieht er rüber. Wer zieht rüber? Ich muss hier raus. Digga. Nicht mal. Ach, das entspannt mich. Das wird man ja wohl mal. Blinkt doch wenigstens vorher. Jetzt fahren sie nebeneinander her und Tino wirft mal einen Blick rüber. Mal die Klotzen aufmachen, du Rindvieh. Du Rindvieh. Unendlich. Mann. Tino ist auch immer netter. Grüße aus Polen. Der Tino war schon öfter da drin, oder? Weil die Stimme kam mir so bekannt vor. Kann sein, also. Ich wollte nur sagen, also ist das jetzt so eine Sache, ja, bringt man sich jetzt absichtlich in Situationen, damit man bei Sashi im Video vorkommt? Die müssen ja die anderen machen. Also du müsstest dann deinem Kumpel sagen, so, ey, zieh mal kurz bevor noch schnell raus. Aber wir hoffen beide, dass es nicht zum Unfall kommt. Ja, aber das ist ja voll geübt auf dem Parkplatz oder so, weißt du? Da kann man auf der Autobahn... Nein, bring die Leute nicht auf dumme Ideen. Aber ich finde das schön, weißt du, du kriegst halt in diesen Videos, dadurch, dass die auch aus ganz Deutschland kommen, kriegst du wieder so Sachen mit wie Glötzen für mach doch mal die Augen auf. Und Rindvieh finde ich eigentlich auch eine geile. Du Rindvieh. Also, finde ich cool. Gute Beleidigung. Gar keine Ahnung, was sie macht. Das ist Vorfahrtsstraße, ne? Ja. Geil. Und da fährt der hinten drauf. Und die kriegt das nicht mal mit und fährt einfach weiter. Oh. Weißt du, wer das war, der gerade draufgefahren wurde? Der arme Zurpel. Der arme Zurpel. Denn der war zu schnell. Der ist jetzt schuld. Ja, tut mir mal wirklich leid, ey. Ja, die Tante war mal vollkommen überfordert. Gleich mal zwei Leuten die Vorfahrt genommen. Läuft bei ihr. Hörte sich aber schlimmer an, als es war. Franz sagte, ein kleiner Schaden nur und wurde bezahlt. Wer zahlt das denn eigentlich? Also ist dann wirklich trotzdem der hinten fährt, der schuldig ist? Ja klar, der muss ja so viel Abstand lassen, dass du... Ich könnte mir vorstellen, dass die Kreuz eine Teilschuld bekommt. Ja. Also du bekommst eine Teilschuld, weil du nicht genug Abstand gelassen hast, aber auch die andere, weil die den Unfall ja verursacht hat. Ja. Irgendwie so. Wir haben ja auch, also eine richtig eklige Kreuzung ist, wenn ich zum Kino fahre, da kommst du so von der Schnellstraße, das ist so eine Abfahrt und du hast Vorfahrt und von die von rechts kommen, haben Vorfahrt-Achtenschilder, das beachtet keine Sau, die fahren alle durch. Du musst so aufpassen, ich habe da auch schon zwei oder dreimal fast einen Unfall gehabt. Also, weiß ich nicht. Oh, jetzt, Y-Food, ne, könnt ihr euch dann gerne auf dem Kanal hier... Klickt bei Sascha angucken. Auf den Link, das hilft dem. Klickt bei Sascha da drauf. Oh oh, 3 Meter. Und dann kommt die hohe Brücke und der Orangene da vorne. Ich hätte nicht gedacht, dass der... Das wird ernst, Freunde. Ja, gar kein Problem. Passt. Ernst? Ja, passt. Ja, und wenn er irgendwann mal neue Reifen kriegt mit richtig dicken Profil drauf, holy shit, dann passt plötzlich nicht mehr. Aber der weiß einfach, wie hoch sein LKW ist. Ja. Weiß er.
wenn er beladen ist. Ganz entspannt. Dass die Begleitfahrzeuge von Schwertransporten mit Überbreite zum Beispiel, dass sie die Auffahrten dicht machen, ja, das kennt man. Aber ob ihr in den LKW kommt oder nicht, das weiß ich nicht. Das Video endet zu früh, als dass wir es erfahren würden. Yo! Den hättest du aber echt noch vorlassen, also den hättest du noch vorfahren lassen können. What the fuck? Das war ganz strange. Oh, lololololololol! Hä? Ganz normale kritische Verhältnisse. Alter, das ist doch ganz normal. Das ist total entspannt. So bin ich immer gefahren. Du musst halt einfach auf den Standstreifen gehen. Du kannst jetzt nicht so ein abgefuckter Mofo hier werden. Junge, fahr da einfach 10 Tage, mach 10 Tage Urlaub auf Kreta, alles entspannter nach. Da siehst du alles entspannter. Okay. So nach 10 Minuten war ich da auch schon trainiert drin. Nennen wir es mal einen schlechten Tag. Dass dieser PKW hier im Halteverbot steht, ist ihm heute zu viel. Aber er ist ja die Ruhe selbst. Mann. Junge. So ein böser Mensch. Jo. Ja, aber dann auch mal voll beschleunigen. Richtig doch nicht so auf. Ja, tu doch nicht Not für deinen Körper. Da hast du gesehen, die Person, die da war, die ist jetzt gerade schneller gelaufen, weil die dachte, dass Philipp ein aggressiver Fahrer ist, weil der den Motor so auffallen lässt. Aber ist der einfach nur den Berg im ersten Gang hochgefahren. Guck mal, der fährt 37 km/h, also so schnell ist das gar nicht. Ja, aber da darfst du nur 30 fahren. Echt? Keine Ahnung. Oh, warte mal, warte, stopp. Ich scroll gerade zurück. Ja. Hey, noch ein Stück. Ja, ist gut. So, jetzt so. Hey, nicht so weit zurück. Ja, sorry. Da kommt er jetzt. Ich glaube, der Philipp hat einen. Ich sehe da keine 30. Tag, dass dieser ich glaube, das ist eine 30-Zone. Nee, das meint ihr auch gar nicht. Bei der Person, die rüberläuft, muss ich mal stoppen. Ja. Boah, der kaut aber auch volle Kanne auf die Hupe. Jetzt wäre das schon 50. 59, 66, 67. Also ja. 67 darfst du ja auch nicht fahren in der Stadt, ne? Ach, das ist ein Massageladen. Ich dachte gerade, was sind denn da links für komische Poster? Ja, dann ist ja alles gut. Ja, Philipp ist nicht cool. Meine Fresse. Ja, natürlich wäre das Auto schuld. Unangepasste Geschwindigkeit und was weiß ich nicht noch alles. Aber Leute, ich kann euch nicht alles errechnet. Verkaufen. Das müsst ihr auch selber erahnen. Wieso denn errechnet? Oh mein Gott, die sieht man ja gar nicht. Ja, man darf als Fußgänger auf der Straße laufen bei so einem Schneefall. Aber du sollst ja auch auf der linken Seite außerhalb geschlossener Ortschaften laufen, damit du den Verkehr siehst und reagieren kannst. Und ja, ihr lieben Hardcore-Fußgänger, ist doch total egal, ob das Auto zu schnell fährt oder ob er mit vereisten Scheiben rumfährt. Du als Fußgänger bist das Opfer und zwar sofort. Eben. Du bist doch sofort tot, also denk doch bitte mit und rechne mit den Fehlern anderer. Wenn er auf dem Grabstein steht, ja, ich durfte da aber gehen. Dann. Hey, in Deutschland ist es das wert gewesen. Ich habe recht. Also, ich würde da auch kurz mal in den Schnee da reingehen, wenn da so ein Auto. Was ist denn, wenn er anfängt zu schlittern oder so? Oder, oh mein Gott. Ja. Mhm. Update: Ich habe eben noch die Textdatei wiedergefunden zu dem Video. Und zwar hat Arnon gesagt, er wäre danach noch umgedreht und hat gesagt: Mensch, Leute, zieht euch doch mal hellere Kleidung an und so weiter. Und außerdem andere Straßenseite, sagt der Vater. Ja, wir sind eben schon auf der anderen Straßenseite gelaufen. Da wären wir auch fast überfahren worden. Ach so. Ja, cool. Nice. Ja, alles schön. Da wechsle ich die lieber. Ja, ich zeige euch den ganzen Radweg, weil wie kann man so eine Scheiße planen? Ne? Jetzt mein Gott, was ist denn jetzt los? Und hier sieht man es doch. Im Stockdunkeln sieht man es nämlich nicht. Verstehst du? Ach, ich sehe jetzt gerade, da ist einer, der hat seine Warnweste als Abstandhalter dahin gebaut. Auch nicht schlecht. What? Aber nach hinten, so, oder? Nee, nach links. Links der Radweg, rechts der Fußweg. Gut, hier ist jetzt nochmal so ein Durchding. Ich steige doch kein Schwein. Voll cool. Rechts will einer überholen. Tut's auch. Hä? Ist halt jetzt nicht optimal von den Sichtverhältnissen. Aber sonst. Ja, so dunkel, ja, also gerade bei uns haben wir auch so diese alten Gaslaternen, das ist halt auch nichts. Er, wie ich, haben wohl nicht damit gerechnet, dass ein Pfeiler da steht. Oh. Was? Oh mein Gott. Tolle Konstruktion. Gut, hier ist eine Einfahrt rechts, aber
Okay, jetzt weiß ich, was der Felix meint. Unsere andere Radfahrer. Holy shit. Ja, ganz kurz hast du. Alter. Es war aber nichts passiert, zum Glück. Das verstehe ich ja, aber genau. Nee. So. Und da ist halt echt keiner. Jetzt verstehe ich halt, was der meint mit, wer hat die Scheiße geplant. Wieso mussten aber auch kein Katzenauge an so einem Pfahl sein? Das verstehe ich auch nicht. Irgendein Reflektor oder so eine Scheiße. Das ist doch normal, wenn du diese weiß-roten Dinger hast, die reflektieren doch auch. Das war surprising, würde ich sagen. Der kam wirklich auch noch da hat dann auch wieder einer so einen Fahrer hingestellt, da fährt kein Auto rein und hat sich dann auf die Schulter geklopft. Alter, ey. Ja, ich rege mich ja immer über die Leute auf, die mit vereisten Scheiben. Ah, lol, mit Facecam. Fahren. Und wenn du dann natürlich sowas hast, die ja blendende Ampeln und da oben sogar noch die Straßenbeleuchtung am Rumfunzeln da, dann wirst du so geblendet, du siehst ja gar nichts mehr. Ja, und sowas endet dann in... Hä? Boah, hab ich mich erschrocken. Hinter dem hast du kurz, deswegen war da der Fall, du hast ihn im Rückspiegel gesehen, da kommt 15.000 Euro Schaden. Stark. Du siehst ja gar nichts mehr. Da kommt jetzt einer und sowas endet dann in... Das ist auch angenehm, wenn du einfach da so nichts, dir nichts, da einfach so einen Schlag nach hinten kriegst, ey. Aua. 15.000 Euro Schaden bei Arnon. Kleine Schleudertrauma hat er auch noch mitgekriegt, weil ohne Körperspannung und dann knallt dir einer. Ja, genau. Genau das meine ich. Blöd. Grün! Fahr! Jetzt fahr! Da hat echt einer gehupt, oder? Nach dem Telefonat, das ich hier zwar habe, aber das wir uns auch schenken können. Ich glaube, der hat echt gehupt. Da macht er erstmal Fotos, denn der andere war schon dabei, irgendwie mit Frostschutzmittel diese Scheibe aufzukriegen. Ja, Leute. Arnon schreibt noch, ich würde behaupten, dass ich kein böser Mensch bin, aber mein Mitleid hält sich echt in Grenzen. Dass ein LKW-Fahrer nicht immer auf das Dach kommt, um die Eisplatten zu entfernen, ist doof, aber Realität. Das sind 15.000 Euro. Dass man bei meiner Cousine wurde ähnlich reingefahren und dann hat sich die Karosserie dazu so verzogen, dass er total Schaden war sogar. Das ist ganz komisch, so wenn du so manchen Winkel, wenn die triffst, hast du aber Pech gehabt. Vor allen Dingen der Winkel, wo er gerade getroffen hat, ist ja nicht nur hinten, sondern auch die Seite und meistens musst du ja dann das ganze Teil machen. Du kannst ja nicht öffnen. Mhm. Das wird, glaube ich, dann aus dem Winkel schnell teuer. Bei einem Kleinbus nicht jeden Schnee von oben runter bekommt, ist auch verständlich. Aber wenn man sich die 3 Minuten spart, um bei einem kleinen Wagen vorne ordentlich freizumachen, läuft was falsch. Für die ganz Faulen gibt es ja auch Enteisungsspray. Wäre ich da nicht gestanden, sondern der Radfahrer, der kurz darauf vorbeikam, hätte die Sache noch ganz anders aussehen können. Ja, der Radfahrer, der da über Rot fährt, ne? Was? Der. Ja, das macht in der Stadt eine zugeparkte Straße. Gut, dass der über Rot gefahren ist. Hätte er da gestanden, hätte durch die Wucht vor dem Auto. Gut, dass er da über Rot. Gut, dass er. Gut, dass er falsche Sachen macht. Ja, aber in dem Fall schon. Weil ja, dann, ey, wenn der Zuna an dem Auto gestanden, hätte er dann abgekriegt. Ja. Klasse, 3 Autos hat sie durchgelassen und jetzt fährt sie wieder los. Davor kommt der BMW. Muss ja, jetzt habe ich's. Ja. Müsste sie. Der BMW weiß, also man muss ja auch immer sagen, ja, du blöder Penner, sorry, aber der BMW, der gerade da eingebogen ist, der weiß ja auch nicht, dass du gerade 3 Autos durchgelassen hast. Das hat er wahrscheinlich nicht gesehen. Kreta ist auch sehr, sehr eng. Kreta. Aber da muss ich sagen, nein, überhaupt nicht. Da waren die, also das würde es halt in Kreta nicht geben. Da würde es halt quasi, die haben halt wirklich sehr, sehr enge Städte. Aber du würdest halt dann, da würden die Rücksicht drauf nehmen, tatsächlich. Oh. Also weil die wahrscheinlich Angst vor den Touris haben, die mit den Autos nicht geben. Unterwegs sind in der Gegend, wo sie, also die wollen wahrscheinlich einfach, denen die Autos nicht kaputt gefahren werden. Da sie aber nicht in der Lücke war, hätte der BMW jetzt warten müssen, bis sie da. Ich will nicht sagen, ja, was für eine krasse Stimme hat Matthias, bitte. Ich glaube nicht, dass das Matthias ich glaube, die ist. War, ich glaube, die war einfach verzerrt. Damit so. Oder das. Draußen war? Ja, erstmal ein Strapaziergang auf der Autobahn. Was? Porsche auf der rechten Spur habe ich ja noch nie gesehen. So verboten. What? What? Ein Fahrrad? Ja, ist doch ganz normal, Kreta. Verbremsen. Nö. What? Lachhaft, was der gebremst hat, der Blaue. Selbst Fred Feuerstein hatte bessere Bremsen in seinem Auto. Ja, okay. Wie easy kann man einfach über Rot fahren? Aber also, ganz ehrlich, also ich, ja, der Blaue ist nicht voll in die Eisen gegangen, aber kann auch sein, dass der vielleicht bei dem so noch den, der hat nach links geguckt, okay, die haben Rot, dann hat er gesehen, dass der Wagen, der ihn gerade gerammt hat, langsamer geworden ist. Und dann hat er den Rechtsblick gemacht
Um zu gucken, ob die stehen und dann fährt der weiter. Und das, ja. Deswegen, also in der Situation des Blauen, weißt du, so von links kommt einer, in dem Moment würde ich mich auch fragen, so scheiße, bin ich gerade über Rot gefahren? Warum ja, fahren die? Auch, so, hä? Aber wie easy, also in der gleichen Geschwindigkeit, so rote Ampel einfach gar nicht gesehen. Ja. Sortiert und halten da vorne an. Matthias hält auch mit an als Zeuge. Super. Das ist schon wieder Kategorie, kannst du dir nicht ausdenken, weißt du? Wieder Arnon. Ja, sag ich doch. Weißt du, Arnon ist so einer, der hat seine Freunde vom Land, ne? Pass auf, das läuft so. Die haben so 5 oder 6 Golfs. So alte oder irgendwelche Äquivalentautos. Und dann machen die ganze Zeit irgendwelche, oder eine Stuntfabrik. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Auf dem Land gibt es sowas, ja. Ja. Und dann machen die solche Stunts, nur um bei Sascha im Video zu kommen. Und irgendwann wirst du sehen, wie da oben nicht mehr Arnon steht, sondern steht da Stuntschule 35 in Kreis irgendwas. Genau, ne? Das. Und dann fangen die Videos an mit, hey, my name is Arnon, welcome to eure Videos. Genau. Einziger Fahrradfahrer vorbei, aber der... Hä? What? Warum? Er hat ja gerade, der hat doch gerade einen GTA-Move gemacht, um den Fahrradfahrer zu überfahren. Will, ne? Alter, du kannst es dir nicht ausdenken, wie scheiße das manchmal laufen kann. Hä? Ich verstehe überhaupt nicht, wieso der links rumgefahren ist. Ich spüre mal zurück, ja? Ich glaube, also es geht um den Typen, oder? Um den Autofahrer. Ja, klar, aber warum fährt der da links? Ich glaube, der hat auf sein Handy geguckt. Am Handy oder so, ne? Ich tippe auf Handy, weil du siehst ja, ausgerechnet hier ist. Er patscht da hoch. Ah, nee, doch nicht. Motorradfahrer hatten diesen Trick genauso. Kannst du dir nicht ausdenken, wie scheiße das manchmal laufen kann. Krass. Stell dir wirklich vor, da gibt es dann diese Landstraße, du bist dann der Fahrradfahrer und der eine Wagen nimmt dich einfach genau, weißt du, so... Du bist der Kilometer Einzige. Vor dir, ja, und genau. Hinter dir ist kein Auto und der trifft dich, Alter. Das Schicksal will dich aber auch einfach bumsen. Auf Kreta gab es auch an den Seitenstraßen sehr viele Kreuze. Auf Kreta ist bester Spruch. Finde ich auch nice. Aber hast du wenigstens auch so eine Dashcam? Nee, aber ich glaube, ey, ohne Scheiß, ich hätte damit ein Video voll machen können, glaube ich. Hätte mal so eine Special-Folge für Sascha haben können. Ja, ey, wirklich machen können. Im nächsten Urlaub. Oh. Ja. Ja, rechts. Ja, easy. Alter. Na, wenn halt in der Stadt manchmal verwirrt ist. Ja. Oh, das sieht auch nicht aus wie Deutschland, oder? Ändern, aber ich doch. Guck mir das gerne an. Es leuchtet so schön blau. Ich finde die Beklebung der Polizeiautos cool. Die Pferde. Ich finde die Karren cool. Ich finde auch den LKW cool. Und deswegen möchte ich das sehen. Und deswegen nehme ich sowas an. Und ich hoffe, euch gefällt's auch. Gefangenentransport im LKW. Ist das Gefangenentransport? Ich dachte, es wäre ein Pferde. Nein, als ob das Gefangenentransport ist in so einem geschlossenen LKW. Und keine Ahnung. Viel schneller fahren als der andere LKW. Aber nee, das sieht man auch nicht nach. Ich weiß nicht, was das ist. Aber der darf immer schneller fahren als 80. Ja, eigentlich schon. Und jetzt fährt er dem voll hinten rein. Nee, war immer noch cool, okay. Eine vernünftige Gemeinschaftsproduktion. Bam. Ja. Also man muss sagen, ich glaube, Sascha steht auf Uniform. Ja, ich finde das auch cool. Also das Problem ist manchmal aber auch, wenn man das auf den Strecken sieht, dann wird man auch schnell abgelenkt. Aber ich gucke da auch gerne, also wenn da so ein Polizeiauto fährt, dann lasse ich den auch immer hinter mir, damit der dann auch länger hinter mir ist. Dann fangen die auch an zu blinken und zu hupen und ja. Das war's für heute. Eure Videos 328. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Vielleicht macht ihr mal Urlaub auf Kreta und nehmt eine Dashcam mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.